und stiefeln weiter Richtung Parnas. Beziehungsweise durch Parnas. Wir sind ja schon in Parnas. Beziehungsweise ist Parnas eine Stadt? Ach, was weiß ich denn? Ging sie nicht irgendwo raus? Vielleicht? Ja, hier. Genau. Ja gut, dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Hä? Achso. Achso, raus, 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 raus. So, und nur. Wie sieht's denn hier aus? Hallo, liebe Leute. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Was höre ich denn da? Oh. Hi, Leute. Ah, kannst du nicht mal angreifen? Hallo? Jetzt. Bam, bam, bam. Ey, die dealen ganz schön Damage. Das ist ganz schöne Damage-Dealer. Aber lieber Damage-Dealer als Krux-Dealer, oder? Wow, wieso ruckelst du denn jetzt so? Dann ist schon wieder vorbei. Na gut. Ja gut, Zephyrus-Wälder, was? Aha. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal einen Schritt zurück und gucken erstmal uns noch den Rest der Landschaft von Parnas an. Denn wir wollen nicht wieder irgendwas übersehen. So, hier kommt man da nicht irgendwie runter? Ne. Na gut. Dann erstmal Richtung Norden. War wieder. Ach, wie geil. Nicht dein Ernst. Das sieht dann ja nett aus. Hui. Schöne Gegend. Hinterland des Parnas. Okay. Oh, da ist noch mehr von euch. Hier ist er drauf. Ach nee, eine Sentry Gun wieder. Ist ja nicht so cool. Aber jetzt ist er eh schon wieder. Hallo? So. Na gut, na gut. Ach, wie geil. Sieht er aus wie Amazonas, alternativ Niagara-Fälle. Alternativ, keine Ahnung, ich bin nicht so der Geograf. Oh, wie viele sind das denn? Lieber mal einen Jagdschrei ausrufen, ausstoßen, damit es hier nicht zu wild wird. So. Und nieder mit euch. Nieder mit euch allen. Halt, können wir... Ne, Moment. Das wollte ich. Alchemistin, holy moly. Ach, ist schon down. Ach, na gut. Herakles macht. Hatten wir da nicht irgendwas? Nee. Wo ist denn jetzt schon wieder Herakles macht? Da. Plus 4 Stärke. Hey. Plus 4 Stärke. Passe mal auf. Die können wir doch hier draufballern, weil das bringt uns eh schon Stärke. Bams. Und jetzt haben wir vielleicht noch irgendwie... Nee, hat man nicht mehr. Ach, hier blitzt das Zeus. Ah, bam. 1 bis 4 Kälteschaden ist der Bonus. Geil. Jetzt machen wir 68 Damage. What? Holy motherfuck is the ice cream truck. Na, was geht denn ab? Also ich glaube, langsam sind wir schon die üblen Kniebler. Pass mal auf hier. Bams, bams. Und vor allem Kälte-Damage, dadurch werden die Gegner langsamer. Das ist ja unglaublich stark. Ich bin entzückt. Ich bin wahrlich entzückt. So, gucken wir mal. Hier können wir scheinbar runter. Ah ja, Tatsache. Ach nee. Huch. Leute, kann ich mal angreifen, bitte? Danke. Hallo? Jetzt. Ey, wie schnell die tot gehen, das ist Wahnsinn. Vor allem, sie machen auch nicht mehr so viel Damage, wenn die es einfrieren. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schleifenring. Bäh. Was ist da unten? Natürliche Höhle. Ah ja. Könnte ja sein, dass das nochmal so eine Parnas-Höhle ist und dann die Quelle, die wir suchen sollen, Antwort, wie auch immer, dass es dann da drin ist, weißt du? Verstehst du schon, was ich dir sagen will? Und da oben haben wir... Oh! Ach nee. Das ist ja nett. Pass mal auf, dann gehen wir erstmal da hoch.
zu dem Portal und zu all den anderen netten Dingern. Nachdem wir natürlich uns um den... Wow, 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 wow. Nachdem wir uns um die netten Damen hier gekümmert haben. Shit, 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 shit. Sag mal, wer bist du denn überhaupt? Schleicht sich hier von hinten an die ganze Zeit. Und dann bist du doch offenbar down. Na gut. Hier sind noch welche, oh Mann. Überall Menade, 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 Menade. Ich lese nur noch Menade. So, was kugelt denn da? Ah, Artemis Bogenszene. Sag mal Leute, ich bin gerade im Inventar, da könnt ihr mich nicht einfach angreifen, das funktioniert so nicht. Menschenskinder, Hilfe. Sieht nicht gut aus, oder? Okay, langsam wird's wieder. Ja, jetzt sieht's doch schon mal viel besser aus. So. Gut. Schwere Kurz. Noch mehr kannst du nicht tragen. Den will ich auch gar nicht tragen, von dem her. Ja, komm, um euch kümmern wir uns noch. Mit dem Jagdruf, damit es ein bisschen schneller geht. Zack, zack und zack und zack und zack und zack. So, alle tot. Jawohl. So, oh, blutiger Runenstab, den würde ich mir doch gerne mal anschauen. Aber unser Pfeil und Bogen ist jetzt einfach zu hoch gelevelt, als würde das irgendwas bringen, jetzt noch auf andere Stäbe oder was zu gehen. So, hier hinten ist da hinten... Ah, da erblicke ich doch ein Städtlein. Zumindest ein Brücklein. Und einen Brunnen der Wiedergeburt. Das ist doch super. Ach, wer bist du denn? Pilanus ist ein Händler. Du siehst mir aber nicht so händlerig aus. Siehst mir eher aus wie ein fieser Satyr. Satyr. Satyre. Tür, Tür. Eine Sarz in der Tür. Das ist dein Spruch? Na nett. So, dann verkaufen wir mal. Essenz von Herakles Macht. Pass mal auf. Die haben wir doch noch. Irgendwo. Herakles Macht? Vielleicht? Anywhere? Hä, wir hatten doch. Okay, haben wir scheinbar doch nicht. Na gut. Dann vergiss das mal wieder. Habe ich das gerade Nee. Ach, hier ist. Gut. Ach, hier haben wir auch Herakles Macht drauf. Wie doof ist das denn? Wie doof bin ich denn? Wieso sagt mir das keiner? Egal. Ich will jetzt erstmal kaufen, 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 kaufen. Und ein bisschen vielleicht verkaufen. Also pass mal auf. Intelligenz. Verteidigungsqualität. Stärke behalte ich immer gern, aber... Nee, komm, weg damit. Was soll denn das? Dann können wir hier noch zwei Slots mit Tränken voll machen. Und weiterverkaufen. Vielleicht dieses Ding hier. Und diese Rüstung. Ich weiß gar nicht. Hier haben wir extra Intelligenz und hier haben wir einfach nur extra Rüstung. Insgesamt 39, das sind 33. Ja, komm, weg damit, weg damit, weg damit. 36. Wieso tragen wir die nicht? Plus 2 sind 38, weil uns dann die Intelligenz fehlt. Ja gut, das macht vielleicht ein bisschen Sinn. Aber jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen Ordnung ins Inventar gebracht. Dann können wir nochmal 4 Slots mit Tränken voll machen und sind für immer und ewig ausgerüstet. Also für die nächste Höhle im Endeffekt wahrscheinlich. So, jetzt aktivieren wir erstmal das Portal, damit wir hier mal wieder hin können. So, gut. Bevor wir in die Höhle gehen, keine Ahnung, wir können ja hier nochmal ein bisschen rumschnicken. Wow, Bergsatyr. Was? Die sind ja riesig. Holy moly, und wer bist du denn? Vollstrecker. Alter, Finne. Aber zum Glück macht ihr kaum Damage. Das ist, finde ich, schön. Ihr seid nicht so die Damage-Dealer, wie ich sehe. Alter, das ist ein Riesenwildschwein. What? Wildschwein-Mensch. Alter, was geht denn mit euch schief? Jungs, kommt mal zurecht vielleicht. So, Jagdruf und zack.
Dann bist du eh gleich down. Siehst du mal. Gold, Gold, Gold. So, das Lager direkt auseinandergenommen fast. Du noch und dann war's das mal wieder. Gut, hier können wir gleich mal einen Trank mitnehmen. Und schon ist da leider nichts mehr. Aber war ja auch genug. Ach, hier sind noch ein paar nette Werkzeugtüren, die sofort down gehen, sodass ich nicht mal lesen kann, was genau das für Viecher sind. Ha, gefällt mir. Hier ist noch ein Lager. Oh, 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 oh. Das schaut nicht gut aus. Einer nach dem anderen, einer nach dem Scheiße. Okay, einer ist schon mal, nee, zwei sind schon mal down. Der dritte ist down. Na, siehst du, jetzt geht's doch schon wieder. Verwüste auf Level 17. Na, du bist ja einer. So. Jetzt sind sie alle wieder nieder. Prometheus Flamme. Wo ist denn das Teil schon wieder? Hier. Irgendwo? Ne? Gut, dann nicht. Was wollte ich gucken? Ich hab's vergessen. Karte. Scheiße, was für ein Riesengebiet wir halt schon durchquert haben. Holy moly. Nett. Na gut, aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen dieses Lager töten, haben wir schon. Ah ne, fast. Bam, bam, bam. So, und jetzt gehört euer Gold mir. Wenn dann nicht dieser Helm wäre. Und wenn dann nicht du wärst. Was willst du denn überhaupt? Deine Pfeile machen ja gar nichts. Rein überhaupt nichts. Sind schon süße Viecher unterwegs teilweise. Oh. Oh, 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 oh. Sieht schon wieder grandios aus. Alter. Wow. Aber das war's dann auch schon wieder. Wie viel Gold die Drop machen lassen? Nett. Also erstmal Gold. Achso, es war nur ein Gold. Na gut. Ne, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Was wollen wir hier? Hier wollen wir auch nichts. Dich wollen wir. Denn du bist Erfahrung. So. Und das... Ach, hier. Ich sehe die in der Nacht immer gar nicht. Da ist noch eine Truhe. Wie nett. Hallo? Besser. Na, komm schon. Und was haben wir denn da alles? Gesundheitstrank, Gold... Verstärkter Schild der Geschicklichkeit. Na, dann gucken wir uns die mal an. 9%, 47, 19 Schaden. Meh, ne. Da machen wir nicht mit. Das kannst du vergessen. So. Sonst noch irgendwas? Nö, scheinbar nicht. Ach du. Ein Geistrufer? Naja, hast du nicht so viele Geister beschwören können. Schade für dich, gut für mich. Ey, wie viele hier wieder sind. Warum eigentlich? Ist das ein Nest oder was? Oh, 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 oh. Du gehst gleich mal bitte zu deinen Geisterfreunden. Ins Nirvana, im Himmel, ins Paradies oder wie auch immer man das in deiner Religion nennt. Einfache Truhe. Aha, aha. Und du. Erfahrung nehmen wir immer gerne mit, das weiß er. Bevor wir in das Lager gucken, gucke ich hier oben rum. Ah ja, siehst du mal, laufende Erfahrung. Und sogar laufender Gesundheitstrank. Komme ich da runter irgendwie? Bestimmt. Bestimmt, ich weiß noch nicht wie. Ah ja. Das ist ja schon wieder höchst hocherfreulich. Leute, Leute, ihr wisst doch, dass ihr es nicht mit mir aufnehmen könnt. Traut euch mir gar nicht in den Weg zu stellen. Ach, Leute. So. Und so. Und gut. Das war's dann auch schon wieder. Keine Truhe, was? 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 Das würde ich gern zurück zum...
na, wie hieß er denn, diesem Satyr-Verkäufer jedenfalls, weil da ein Brunnen der Wiedergeburt war, damit ich ein kleines Päuslein einlegen kann. Ja, ja. Wir brauchen dann auch nicht hier oben rumlaufen beim nächsten Mal, sondern direkt zur Höhle, die... Wo war denn die gleich noch? Vergessen. Egal, finden wir nächstes Mal. Und damit Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.